Okay, damit geht's weiter. Und jo. Da wir jetzt die beiden Dings hier erledigt haben, diesen beiden kleineren Sammelquests, würde ich jetzt wirklich sagen, gehen wir nochmal zum Inselfieber, um den Rattalos zu erledigen. Damit wir dann einfach hier die Feuerwaffe haben, weil das sollte schon helfen. Klar, Gift ist auch nicht schlecht gegen sie, aber ich denke, dass das Element da immer ein bisschen mehr wiegt. Können wir ja dann mal schauen, wie stark die Waffe ist. Aber es ist auf jeden Fall kein Fehler, den Rattalos nochmal zu machen. Das ganz gewiss nicht. Halt, so. Packen wir das hier nochmal hin. Sehr schön. Und ja, nehmen nochmal das ganze Zeug mit. Ah, je, gleich wieder ein Rattalos. Ich würde mir am liebsten ein paar Blitzbomben machen, muss ich sagen. Habe ich davon schon welche? Nee. Weil der war ja das letzte Mal ja nur eklig. Ah, ein Dämonenbild kann ich auch mal mitnehmen. Schauen wir mal, ob ich es benutzen werde. Ich weiß es jetzt noch nicht. Inselfieber heißt, wir brauchen kein heiß oder kalt. Ein Psychoserum nehme ich auch mit, wenn es ganz schief läuft. Wettsteine ja natürlich zu 100%. Farbbälle nehme ich auch mal 3 oder ja, 5 Stück mit, von mir aus. Ansonsten Honig. 0 Bären von mir aus auch mal 5. Gegengifte, ist ganz klar. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, ich habe noch so wenig kombiniert bisher. Das heißt, ich habe halt auch noch nicht so die ganzen Rezepte aufgedeckt. Das sollten Blitzbomben sein. Yep. Nehme ich aber mal 3 Stück mit, komm. Dann ist er halt einfacher zu erledigen. So muss man sagen. Wir haben die Werde. Wir haben Gegengifte. Sollte eigentlich soweit alles passen. Ich hoffe einfach bloß, dass wir jetzt ein bisschen was Schönes zu essen haben. Und wir ihn dann gut erledigen können. Es gibt es nicht. Es ist wow. Es ist echt krass, wie schlecht diese Effekte hier sind. Aber halt, weil wir auch 4 Seiten haben. Das ist halt das. Das gab es halt früher auch nicht. So viele Seiten voll Essen. Dann müsste es halt mehr von diesen Fähigkeitsaktivierungen geben. Weil, wenn ich jetzt hier versuche, das bringt mir halt auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Das ist ein Tag, wo jede der Fähigkeiten aber bloß Schrott ist, die ich nicht haben will. Das sind alles eigentlich bloß Sammeleffekte und die Mumpaste halt. Weil die will ich bestimmt nicht essen. Das heißt, ich muss jetzt halt wieder auf das hier hoffen. Das ist echt immer eklig. Verhindert Gruppenbestrafung, wenn ein Mitglied das erste Mal ohnmächtig wird. Okay, was heißt Gruppenbestrafung? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Heißt das das Dings? Dass wenn einer dann ohnmächtig wird, dass es dann gar nicht zählt? Das wäre krass. Oder dass das Geld dann vielleicht nicht runtergeht. Das könnte sein. Das ist dann richtig cool. Weil es ist natürlich immer das Fiese dran, wenn dann einer drauf geht, dann verliert halt jeder das Geld. So, eingepackt haben wir eigentlich alles. Dungbomben können eigentlich echt nicht schaden, falls mal so ein Monster kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Quest stabil oder instabil ist, aber falls es kommt, kann ich es einmal benutzen. Was geht, Jägerkumpel? Die Kleine aus Yukomo hat mir erzählt, dass du an dem Komplett-Rattalos interessiert bist, der auf der Ödnisinsel lauert. Ich entspanne hier und schaue mir die Wolken an. Ja, der Dings. Der Surfkater. Er und seine Wolken. Na gut. Ah, verdammt, zu viele Gegengifte mitgenommen. Dann bringen wir den Rattalos mal zum Chillen. Kriegen wir schon hin. Dass er nicht mehr so viel Ärger macht. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo er ist. Aber er spawnt im Nest bestimmt. Zumindest irgendwo so in der Gegend. Hier hieß es übrigens, dass ich an so einem Baumstamm irgendwo hier... Keine Ahnung. Dass ich hier zumindest irgendwo, glaube ich, Wettsteine rausholen kann. Muss ich dann vielleicht mal machen. Jetzt gerade eben nicht. Jetzt haben wir ja eigentlich auch noch genügend, um meinen Vorrat mal so ein bisschen aufzubessern, kann ich dort scheinbar ein paar Wettsteine mal rausholen. Ist ein ganz guter Tipp. Ich weiß es nicht, ob es wirklich stimmt. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Oder wo das genau ist, so muss ich sagen. Wo ich das finden kann. Aber werde ich dann beim Sammeln oder sowas mal rausfinden. Hi, Rattalos. Na?
Oh je, das weckt alte Erinnerungen, muss ich sagen. Den Rathalos hier zu bekämpfen, das ist ja richtig cool. Das ist ja jetzt ja nur Tri-Ultimate-Feeling. Also halt Tri- und Tri-Ultimate-Feeling. Das ist sehr cool, das gefällt mir. Ja, sehr schön. War ein bisschen knapp, aber hat gepasst. So, ich bräuchte größtenteils eine Schuppe von dir. Damit wäre ich schon ziemlich glücklich, weil dann hätten wir halt die Feuerwaffe. Können von dort aus dann weitermachen. Na, schauen wir mal, wie viel du jetzt auch aushältst. Das weiß ich jetzt halt auch nicht. Heißt ja normalerweise immer, dass die, die zweiten Quests ein bisschen schwerer sein sollen. Zumindest die Monster ein bisschen fieser. Schauen wir mal. Ja, okay, da nochmal drauf. Sehr schön, oh Gott. Das war eine krasse, krasse Explosion. Aber ich glaube, ich habe da gerade einen ganz schönen Punkt, um auf ihn drauf zu springen. Ah, oh, au. Das tat ein bisschen weh. Ah, ich hätte eigentlich den Punkt immer noch. Ja, komm, na, jetzt. Hilfe, okay. Wurde ich nochmal vom Schweif getroffen, also das wollte ich jetzt gerade eben so ein bisschen machen. Er steht doch dort immer noch so. Er steht dort halt echt so schön auf dem. Was? Wieso bin ich dort jetzt dann einfach bloß runtergelaufen? Wieso macht das Spiel denn manchmal? Das ist aber nicht bloß Gen, das ist auch in 4 Ultimate so. Wenn man dann irgendwo runterspringen will und dann einfach runterläuft, weil man, glaube ich, noch zu nah an der Kante steht. Oder noch nicht rennt oder keine Ahnung, was da wichtig dran ist. Nein, oh Gott. Wow, da hat mich das Nabra geschützt. Das war eine knappe Sache. Sehr schön. Seinen Schweif hätte ich natürlich ganz gern. So eine Platte vom Rathalos zu haben, ist natürlich auch nie verkehrt. Das hätte ich nicht tun sollen. Aber geht wenigstens schnell weg. Das passt dann also. Komm schon. Sehr schön. Katzen haben vielleicht nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Nur beim Rathalos kommt man halt so schwer, mal dazu die ganzen Effekte zu aktivieren. Wenn das nächste Mal fliegt, werfe ich mal eine Blitzbombe. Da mal ins Gesicht. Kann ja auch nochmal ein bisschen mehr ins Gesicht oder auf die Flügel. Ist ja auch nie verkehrt. Das war nochmal ein schöner Treffer. Ja. Auf der anderen Seite zwar auch, aber gut. Okay. Komm schon, trifft das? Yes, sehr schön. Ist echt die Frage, ob ich ins Gesicht gehen sollte, aber naja, egal. Auf den Schweif wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Nein! Wie konnte ich denn da verfehlen? Das war so blöd. Okay, da wenigstens ein bisschen zusammengezuckt. Sehr schön. Da kann ich super auf den Schweif. Ach, jetzt! Rathalos! Mach keinen Scheiß! Können wir uns auf jeden Fall ein bisschen gut angreifen? Er sollte jetzt aggro sein. Yep. Es ist halt ein bisschen gefährlicher. Aber aggro wäre sowieso geworden. Da wäre ich nicht dran vorbeigekommen. Was ich jetzt ganz gerne hätte, wäre das Shiny. Komm schon. Ah, Wimmerträne. Na gut. Gibt ein bisschen was. Leider vergiftet. Oh Gott. Da muss man echt aufpassen. Gegengift. Er fliegt nach oben. Nein. Oh Gott. Da waren die Dings im Weg. Die Yaggies. Wow. Das wäre richtig gemein. Ich heile mich mal kurz ein bisschen. Das Gift macht ja gerade eben seine Arbeit. Wow, und es ist schon vorbei. Ja gut, ein Rathalos zu vergiften war vielleicht nicht die beste Idee, aber ich habe mir halt nicht unbedingt was anderes. Ja doch, ich hatte die Blitzwaffe, stimmt ja. Die Blitzwaffe haben ja extra wegen Rathalos und Ratian gemacht. Größtenteils glaube ich wegen Rathalos, nicht wahr? War es nicht deswegen? Na, egal. Wird auch so funktionieren, wir haben ihm auf jeden Fall schon ein bisschen Schaden gemacht. Beide Sachen sind aufgeladen. Das heißt, die können wir dann gleich auch mal ein bisschen reinhauen. Oh, da sehe ich was sehr Schönes, wenn er da gleich landet. Ich wollte gerade sagen, du landest doch, oder? Ich hatte gerade schon Panik. Ach, wenn ich da jetzt rausgekommen wäre, dann hätte ich gleich halt nochmal auf ihn drauf springen können. Wow, die Katze legt ja richtig los. Ah, sehr schön. Na also, dann gleich in Lahnentladung und Dings drauf. Und Sakura-Hieb und dann gibt es mal richtig gut Schaden ins Gesicht. Okay. Das geht auf jeden Fall schlechter. Hä? Okay, das war die falsche Richtung. Zack und zack. Das hat... hat es getroffen? Ja, ich glaube irgendwo am Fuß. Na also, das war... nicht gut, dass ich da jetzt nicht mehr durchkomme.
Nein, genau deswegen. Das ist echt uncool. Ich würde mal sagen, das war ganz guter Schaden jetzt. Da den LAN-Modus rauf und dann halt kräftig draufhauen. Das passt schon. Der macht eh bloß den Feuerball. Passt mir ziemlich gut. Wie gesagt, Schweif hätte ich halt ganz gern, aber ach, es ist halt echt schwierig bei ihm. Du landest, ja. Oder dein Dings. Dein Gesicht sollte doch auch mal... Okay, das war, glaube ich, die Flügelklaue. Da kann ich einfach noch mit rausspringen. Ich denke ja zumindest, dass Sprungangriffe mehr Schaden machen sollten. Wäre auf jeden Fall nur sinnvoll. Ach komm, jetzt muss dein Schweif doch auch bald mal ab sein, oder? Wir haben schon gut einige Schläge drauf gelandet. Vergiftet ist er auf jeden Fall wieder. Das gefällt mir. Ja. Ja, eine Flügelkralle ist ab, ja. Ansonsten noch nichts bisher. Wie gesagt, beim nächsten Mal fliegen hole ich ihn dann auch wieder aus der Luft raus. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall... Ach nein, du Drecksack. Ach, das wäre richtig gemein. Nein, Bullfangos. Immer. Es sind immer sie. Da fliegt er doch wieder, na also. Dumm gelaufen. Da könnte ich halt so gut rein, aber irgendwie, ich stehe dann halt immer blöd. Um auf seinen Schweif zu gehen. Ja, aggro ist er jetzt, aber zum Glück noch ein bisschen verwirrt. Oder auch nicht. Wieso ist er denn jetzt nicht mehr verwirrt? Was ist das denn? Weil er jetzt aggro geworden ist? Wie mies. Hä? Und wie hat das doch getroffen? Das ist... Da war er doch eindeutig dran vorbei, oder? Das sah für mich zumindest danach aus. Gut, wir haben ihn jetzt aber zweimal schön runtergeholt. Haben dann zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber ja, es sollte ja schon ein bisschen was getan haben. Der eine schöne Kombo hat ja auch ein bisschen was gemacht. Passt schon. Jetzt ist er halt gerade ein bisschen aggro, da kann man jetzt halt ein bisschen weniger machen. Aber es ist halt bei vielen Monstern auch so. Ja, fast. Oh nein, ich hasse das. Ich hasse diesen kleinen Giftangriff. Der geht so auf die Nerven. Komm. Kommt drauf an, was du jetzt machst. Feuerball. Nice. Das war doch mal schön. Und gleich den Flügel zerstört. In einem Aufwasch. Wunderschön. Und den Schweif. Wow. Jetzt schreist du. Und jetzt bitte noch das Gesicht. Na, es wäre zu schön gewesen. Schade, wäre ich da nicht vom Wind weggeweht worden, dann hätte es vielleicht sogar gereicht. Weil hätte ich ihm nochmal schön ein, zwei Mal ins Gesicht hauen können. Das war blöd. Das war komplett blöd. Ich dachte, ich erwische ihn nochmal, aber selbst wenn, wäre es komplett blöd gewesen. Naja, gut. Wollte ich zu viel. Da wollte ich einfach ein bisschen zu viel von ihm. Hi. Was willst du denn hier? Gut, ich meine, er wird jetzt wahrscheinlich eh fressen. Das heißt, wir können dann gleich die Ladentladung aufbauen und dann ein bisschen draufhauen. Nö. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, dass er ein bisschen fressen will, aber gut. Hab ich dann natürlich auch nichts dagegen, wenn du einfach weiter kämpfst. Dann heilst du dich wenigstens nicht. Okay, bloß die Feuerbälle. Die sind ziemlich nah. Ah, weg, weg, weg. Okay. Hier sind es ziemlich viel schöne Stellen, wo man drauf springen kann. Das gefällt mir gerade. Du Drecksack, ich hasse das, wenn die Monster rückwärts fliegen. Das ist so gemein. Wenn man halt dann echt schwer drauf kommt. Oder halt echt schwer dann den Angriff planen kann. Sein Gesicht hätte ich aber echt noch gern. Dann hätte man halt komplett zerstört. Er ist auch gerade mal wieder nicht mehr aggro. Das war nicht der Punkt, um aggro zu werden, aber es war trotzdem gemein, dass du das so gemacht hast. Mein lieber Rattalos. Ja, nein. Immer dieser Schweifangriff. Jetzt wäre da drüben halt eine Möglichkeit. Ja, LAN-Entladung hat auch überhaupt nichts gebracht. Wir haben aber auch gerade eben bloß Monster, wo das gar nichts bringt. Gefällt mir nicht. Das wäre zu cool gewesen, ihn dort dann nochmal so ein bisschen anzugreifen. Und der rennt halt die ganze Zeit bloß von einem Punkt zum anderen hier gerade. Kann ich auch nicht arg viel machen. Das ist echt schlimm. Dieser Rattalos. Das ist...
Ich meine, wie gesagt, wir kommen halt immer wieder ein bisschen rein, aber so große Kombos und so kann man halt gar nicht machen. Vielleicht hätte ich ja doch Doppelkling nehmen sollen. Gegen ihn wären die normalen Ohrstöpsel ja auch gar nicht so schlimm gewesen. Oh Gott. Das hat jetzt schon ein bisschen weh. Da heile ich mich dann auch mal kurz. Ja, da habe ich mich ein bisschen blöd treffen lassen die ganze Zeit. Ah. Ja, braucht halt doch seine 10 Minuten. Ich denke jetzt nicht, dass es noch arg viel aushalten wird, aber 10 Minuten sind da auf jeden Fall schon drin. Da steht er einfach wieder. Nein! Okay. Glück gehabt, dass er bloß nach oben geht. Mini-Wettstein muss ich nochmal... Oh nein. Ach, es war so klar. Heute habe ich aber auch echt schlechte Timings, was das Schärfen angeht. Ich werde einfach immer getroffen, wenn ich schärfen will. Okay, er sabbert. Habe ich es richtig gesehen? Ja, tut er. Okay, sehr schön. Elanentladung haben wir. Das ist sehr gut. Er steht sogar noch ein bisschen rum. Ich denke, er sollte jetzt eigentlich was fressen gehen. Jetzt sollte man auf jeden Fall ein bisschen eine leichtere Zeit gegen ihn haben. Wenn er vor allem auch mal ein bisschen... Oh, er humpelt auch schon. Krass. Nein. Ach, das ist voll daneben gehauen. Na gut. Ah, aber ich habe nicht mehr gefarbt bald. Fliegt er in 5, um zu fressen? Oder in 7, um schlafen vorzubereiten? Er fliegt nach 7. Und nach 4? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, kann er auch in 7 fressen? Über solche Sachen weiß ich jetzt leider nicht Bescheid. Gut, in 3 können wir auch gucken. Stimmt, in 3 kann er auch landen, aber das war definitiv nicht 3, also die Richtung. Das war schon eher 7. Ja, kriegen wir aber schon hin. Gut, wie gesagt, 10 Minuten braucht es halt schon. Wir haben ihn aber, denke ich, ein paar Mal ganz gut runtergeholt, auch mit den Blitzbomben und da ein bisschen Schaden gemacht. Passt also schon. Oh, ist er gleich schlafen oder bin ich komplett falsch? Ansonsten könnte halt echt in 6 sein. Wobei 6 halt eher so ein bisschen laggy ist. Okay, er geht gleich schlafen. Falle habe ich jetzt keine dabei. Ja, brauche ich auch nicht unbedingt. Ich aber seinen Kopf nicht zerstören kann, ne? Ja, danke. Geht doch. Okay, da, Sakura-Hieb, komm schon. Nein. Toll. Hat ja gut funktioniert. Danke, Katzen. Es hätte nämlich echt schlimm ausgehen können, wenn ich da jetzt gerade nicht durchgerollt wäre. Ach, Mann, was ist denn heute los? Mit dem Sakura-Hieb läuft es ja gar nicht. Mag mir nicht gefallen. War knapp. Also zumindest jetzt beim Rathalos läuft es überhaupt nicht. Beim Astalos ging's ja. Die Ladenladung, er ist zwar gerade im Agro, aber ich wollte gerade sagen, so ein bisschen mehr auf dem Boden. Außerdem, es macht halt auch einfach schon ein bisschen mehr Schaden, wenn ich den Elan-Modus habe. Den dann halt endlos zu haben, ist es eigentlich gar keine schlechte Sache. Okay. Ja, wunderschön. Okay, jetzt bringt der Elan-Modus natürlich gleich viel, viel mehr. Und ich glaube, mit dem Gift soll es eigentlich auch gewesen sein. Er hat ja schon gehumpelt. Au. Das tat weh. Oh Gott, jetzt sollte ich hier ein bisschen aufpassen. Ah, ja, genau davor. Das ist gemein. Komm schon. Stirb durch das Gift. Stirb durch das Gift. Ich muss mal hier dringend ein bisschen Ausdauer regenerieren, weil das Vieh prügelt mich ja auch durch das komplette Gebiet. Ah. Er stirbt definitiv nicht durch das Gift. Ich meine, ich habe jetzt halt auch rotes Elan. Das ist halt das. Also ich mache jetzt schon richtig gut Schaden. Und das war's. Sehr schön. Haben wir den Rathalos doch erledigt. Gut. Immer noch eine fiese Quest. Der Rathalos ist immer noch gemein. Aber ich würde sagen, das ging jetzt deutlich besser als das letzte Mal. Habe ich zumindest so im Gefühl. Ich weiß nicht, wie lange es das letzte Mal gedauert hat. Ich habe so im Gefühl, dass es diesmal ein bisschen besser war. Und das freut mich doch schon mal sehr. So, packen wir hier noch ein paar Knochen ein. Bisschen Knochenhülsen und sowas. Und dann können wir uns auf jeden Fall auf die paar Eisviecher vorbereiten. Da mache ich dann vielleicht nochmal eine Quest oder sowas. Heute habe ich echt nicht so viel Zeit. Ja, aber vielleicht eine Quest oder so geht dann schon. Also vielleicht die zwei Blangongas noch. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Je nachdem, wie viel die aushalten, ist halt auch mal das. Das ist halt die Frage. Weil so 10 Minuten Folgen will ich halt auch keine machen. Aber
ja, wenn es dann halt so reinläuft, vielleicht mal eine 13 Minuten oder 14 Minuten Folge, ist dann halt schon mal drin. Ist immer schwierig bei Monster Hunter das abzuschätzen, weil ja, zwei 13-Minuten-Folgen sind halt auch schon 26 beziehungsweise dann 28 mit Vorbereitung. Und das ist dann halt schon wieder ein bisschen zu viel. Also von dem her, es ist immer echt schwierig, da die Quests so ein bisschen abzuplanen. Weil, wie gesagt, eine Quest ist manchmal zu wenig, zwei Quests sind dann halt zu viel. Was macht man dann? Anderthalb Quests wären dann manchmal ganz gut. So, Flügelteile und noch eine Schuppe. Sehr schön. Nebenquest weiß ich gar nicht, was die war. Vielleicht gab es sogar gar keine. Aber wir haben auf jeden Fall das Vieh ganz gut erledigt. Sehr schön. Und die Schuppe, die wir brauchten, haben wir auch bekommen.